Mein Name ist Felix Ebert. Ich entwickle eine Entscheidungshilfeplattform namens Argofactum. Die wird von der Open Knowledge Foundation im Rahmen des Stadtland-Kreuzwettbewerbs gefördert. Ich habe jetzt heute eine Session hier vorgestellt unter dem Thema, wie kann man komplexe Themen vereinfachen, die Beteiligung erhöhen durch Vereinfachung. Und habe dabei Argofactum, eben die drei Tools vorgestellt, das sind drei Prototypen. Das ist ein Fragenkatalog, ähnlich dem Wahl-O-Mat, der selbst erstellt werden kann, der einem einen schnellen Überblick über die Diskussionsschwerpunkte gibt. Eine Argumentensammlung, auf der man interaktiv Argumente gewichten kann und dabei dann eine Waage sieht, die einem anzeigt, ja, wie man denn zu diesem Thema steht. Und noch eine Vergleichstabelle, bei der man interaktiv mehrere Optionen anhand maschinenlesbarer Kriterien vergleichen kann. Daneben habe ich noch Open Data als einen Schlüssel für mehr Beteiligung und Vereinfachung vorgestellt. Dafür habe ich kurz einen Talk von der Open Knowledge Foundation aus der Republika gezeigt. Danach habe ich jetzt so Anregungen eingeholt für Argofactum und dabei kamen doch sehr interessante Rückmeldungen zurück. Zum Beispiel wie Argofactum direkt, also was die Anwendungszwecke wären für Argofactum. Und es wurde gleich jetzt diskutiert, das könnte man für schulische Zwecke einsetzen. Das könnte man für die Bewertung nach Pfadfindersitzungen einsetzen, wie die Tage gelaufen sind. Und man könnte es eben auch in der Tat benutzen, um für mehr Beteiligung zu sorgen. Und auch im Liquid Feedback Tool, also Liquid Democracy, auch da könnte man es wohl integrieren. Und insofern war das für mich heute eine sehr gewinnbringende Vorstellung, denn ich habe Rückmeldungen bekommen, mit denen ich jetzt weiß, wie ich die weitere Entwicklung von Argofactum priorisieren sollte, damit Argofactum den größtmöglichen Nutzen erbringt und die größtmöglichen Anzahl an Problemen löst. Genau.